Hey Tenos, da es mittlerweile so viele Boltors gibt, nämlich die Boltor, Telos Boltor und Boltor Prime, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal eine aktualisierte Version davon, von meinem Guide, stelle euch die drei Waffen mal ein bisschen näher vor, gehe mal kurz auf die Vorzüge ein, bringe mal eine Rangordnung rein und zeige euch zum Schluss sogar noch ein Bild dafür, beziehungsweise zwei Builds, je nachdem. Also, was man wissen muss, man kann als erstes mal eine Rangordnung in die Boltors reinbringen. Nämlich, die schlechteste ist die normale Boltor, dann kommt die Telos Boltor und dann die Boltor Prime. Bevor ich jetzt genauer auf die Waffen eingehe, möchte ich erstmal sagen, meiner Meinung nach sind die Boltors alle nur eine Midgame-Waffe, eine sehr gute Midgame-Waffe, aber ich persönlich denke, für das richtig hohe Level sind diese Waffen einfach nicht zu gebrauchen, weil es erstens mal eine Schnellschusswaffe ist, oder die sind Schnellschusswaffen, bedeutet, wir verbrauchen ganz schnell unsere Munition, sind dadurch relativ ineffizient und diese Boltors sind Bolzenwaffen, das bedeutet, wir verschießen die ganze Zeit Darts, die auch eine Travel Time, also eine Flugzeit haben und dadurch werden auch nochmal viele Schüsse verfehlen, wodurch wir nochmal mehr Munition verschwenden. Also wenn ihr wirklich eine gute, solide Midgame-Waffe sucht, die auch noch im, sagen wir, frühen Endgame so bis Level 60, 70 zu gebrauchen ist, dann ist die Boltor was für euch. Aber wenn ihr jetzt höher als Level 100 oder so wollt, könnt ihr diese Waffe eigentlich so gut wie vergessen. Die Boltors moddet man eigentlich auf Korrosiv, das liegt daran, weil wir immer einen dominierenden Part an Durchschlag haben und das bedeutet für uns, dass diese Waffe hauptsächlich gegen Grenier gespielt wird, in der Void gegen die Heavy Gunner, aber auch gegen die uralten bzw. befallene ist diese Waffe dadurch relativ brauchbar. Nicht die beste Waffe, weil wir fast keinen bzw. gar keinen Schnitt haben, aber es ist immer noch brauchbar. Ich habe mir das Ganze jetzt so vorgestellt, dass ich bei der schlechtesten Boltor anfange und mich da jetzt hocharbeite, dass man dann immer schön sehen kann, wie Schritt für Schritt die Stats ansteigen. Die normale Boltor ist jetzt die einzige Boltor, die noch Schnittschaden hat. Dazu kommen dann noch 20 Durchschlag und 2,5 Einschlag. Sieht man ganz klar, dass der Durchschlagspart dominierend ist und dadurch ist es zu einer Anti-Cranier-Waffe geworden. Bedeutet, wir modden es auf Korrosiv. Und dann können wir sie sogar nebenbei, ich stelle mir das gerade in der Void vor, auch für die Uralten verwenden. Statuschance von 10% ist ganz akzeptabel, wobei wir uns eigentlich so gut wie nie auf Status hier spezialisieren werden und die restlichen Stats kann man vergessen. Springen wir direkt weiter zur Telos Boltor. Die ist hier ganz unten, bis man sich da mal durchgescrollt hat. Da ist sie. Dann sehen wir, unser Schaden steigt erstmal extrem an. Unser Schnittschaden verschwindet und unsere Statuschance nimmt leicht ab. Dann die anderen Stats werden auch noch etwas verbessert, zum Beispiel Magazin wird auf 90 erhöht, die Feuerrate auf 9,33. Ist jetzt ganz interessant, aber hier das Relevante ist nur der Schaden. Beziehungsweise das, was diese Waffe jetzt auch interessant macht, ist einfach der Syndikatsbrock. Denn, ihr wisst ja, die Telos Boltor ist eine Syndikatswaffe. Und wenn wir unseren Proc aktivieren, beziehungsweise der sich selbst aktiviert, machen wir 1000 Gasschaden an allen Gegnern im Umkreis. Und dazu kommt noch, dass unser Maximalleben um 25% wiederhergestellt wird und dass unsere drei Parkourfähigkeiten um 25% gebufft werden. Bedeutet zum Beispiel, wenn wir unseren Bullet Jump machen, springen wir 25% höher. Meine persönliche Meinung ist jetzt, dass das nicht ausreicht, um diese Boltor auf den ersten Platz zu hieven. Denn wenn wir uns jetzt mal die Boltor Prime anschauen, die natürlich wieder ganz oben ist, dann sehen wir, dass der... mache ich jetzt anders. Ich wähle erst die Telos Boltor aus. Damit wir das wirklich direkt vergleichen können. Weil dann sehen wir, unser Schaden ist wieder leicht erhöht. Unsere Statuschance ist leicht erhöht. Unsere Genauigkeit ist stark erhöht und unsere Feuerrate ist auch erhöht. Nur unser Magazin ist jetzt kleiner. Und die Boltor Prime hat keinen Syndikatsbrock. Für mich persönlich hieft das die Boltor Prime jetzt einfach auf den ersten Platz, weil der Syndikatsbrock macht schon was aus, jetzt aber nicht die Welt. Und ich denke, die 25 mehr Genauigkeit, die leicht höhere Feuerrate, die mehr Statuschance und der mehr Schaden gleichen das mehr als aus, wodurch... ja, das wäre für mich die Nummer 1 wäre. Ich habe jetzt ein Bild für euch vorbereitet, den kann man aber ganz leicht noch zu einem zweiten modifizieren
und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier bereits erwähnt, dass die Boltors eine Korrosivwaffe ist, beziehungsweise Korrosion heißt sie auf Deutsch. Und darauf habe ich mich jetzt auch spezialisiert. Was die Moddung angeht, ist diese Waffe jetzt etwas flexibel. Weil, na, komme ich erstmal auf die Mods zu sprechen, die ich drin habe, und danach gehe ich mal auf die Alternativen ein, beziehungsweise den zweiten Bild, den man hier basteln kann. Wir haben erstmal drin eine Kerbung geteilte Kammer für Grundschaden und Mehrfachschuss und schweres Kaliber, einfach aus dem Grund, weil der Bonusschaden ist enorm, den wir machen. Und der Negativeffekt, nämlich die weniger Genauigkeit, finde ich persönlich, kommt in dieser Waffe jetzt nicht wirklich zum Vorschein und ist dadurch nicht groß genug, dass sich dieser Mod nicht lohnen würde. Dann habe ich drin infiziertes Magazin, Sturmbringer und bösartige Kraft. Jetzt hier eigentlich nur für den Korrosivschaden. Und noch zusätzlich, bösartige Kraft hat den netten Vorteil, dass wir mehr Statuschance haben, nämlich kommen wir auf 28,2%, wodurch wir dann Einschlag und Durchschlag brocken können und natürlich auch Korrosiv. Aber unser Korrosionsbrock ist nicht so wirklich pralle. Das heißt, es ist einfach nur ganz nett für die anderen beiden Brocks, nämlich reduzierter Schaden vom Gegner bzw. kurzes Zurückstoßen. Weiterhin habe ich dann drin Munitionswandlergewehr, meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have in dieser Waffe, weil ohne Munition geht gar nichts und der Munitionsverbrauch ist ja auch das, was diese Waffe in meinen Augen jetzt nicht so gut macht. Als letzten Mod habe ich jetzt, weil es mir gut gefällt, drin Zerfetzen. Einfach, ihr könnt euch vorstellen, Void Defense, da gibt es die Drehtür, wo die Gegner durchgerannt kommen. Und während die Gegner da durchrennen, könnt ihr einfach Dauerfeuer drauf machen und ihr durchschlagt die alle. Und mit einem Schuss trefft ihr dann direkt 4 Gegner. Also schon sehr praktisch. Und zum Beispiel, wenn sich die Gegner hinter einer Kiste verbarrikadiert haben, die Grineers. Ich denke gerade speziell an die Grineers. Da könnt ihr einfach dann durch die Kiste durchschießen und trefft die Grineer. So, kommen wir zum kreativen Teil von diesem Bild. Als allererstes. Warum habe ich jetzt nicht durchdringendes Kaliber drin? Wie ich bereits erwähnt habe, Korrosion ist auch ganz akzeptabel bzw. ist sehr gut gegen Befallene. Da ich diese Waffe selbst nur in der Void benutze, wenn ich sie mal überhaupt benutze, versuche ich jetzt auf mehr Korrosionsschaden zu kommen, einfach weil ich dann auch gegen die Uralten besser ankomme. Die Sache ist jetzt aber halt eben auch, wenn wir rein gegen Grineer spielen, können wir statt bösartige Kraft durchdringendes Kaliber reinmachen. Damit machen wir schon mal mehr Schaden gegen die. Wenn wir kein schweres Kaliber mögen, können wir statt schweres Kaliber unser Verderben der Grineer reinmachen. Selbiges gilt auch, wenn wir jetzt nicht den Durchschlagsmod haben, dann machen wir statt bösartige Kraft nämlich auch Verderben der Grineer rein. Kann man reinmachen, wenn man das möchte. Genauso die Alternative zu zerfetzen wäre auch Verderben der Grineer. Oder halt eben jetzt noch ein Doppelmod, um unseren Korrosionsschaden noch höher zu pushen. Das wäre die eine Möglichkeit. Also, dass wir jetzt einfach uns noch mehr auf Durchschlag fokussieren. Das macht schon einen Unterschied, kann ich euch direkt mal zeigen. Wenn wir jetzt hier bösartige Kraft rausmachen, machen wir 200 Schaden weniger. Und wenn wir jetzt durchdringendes Kaliber reinmachen, machen wir 400 Schaden mehr. 480 Schaden. Ist schon ein ordentlicher Unterschied, aber ihr müsst bedenken, Durchschlag ist nur gut gegen die Grineer und nicht gut gegen die Befallenen. So, kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe ja gesagt, hier gibt es jetzt noch vielleicht einen zweiten Bild, den man machen kann. Das wäre dann ein Statusbild. Das würde dann so aussehen, dass wir jetzt hier die beiden Doppelmods reinmachen und auf Strahlung gehen. Ist jetzt auch ein Bild, den man nur gegen Grineer benutzt. Aber der Void könnte es auch ganz praktisch sein, um einfach Procs zu verteilen. Wenn wir sehen, wir haben eine 37% Statuschance, einen dezenten Strahlungsschaden, ist schon mal ganz brauchbar. Und ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir machen Dauerfeuer auf die Gegner, verteilen unseren Strahlungsbrock und die fangen dann an, sich gegenseitig anzugreifen. Meiner Meinung nach ist das hier kein Bild, den man empfehlen sollte. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich ihn euch mal zeigen. Ihr müsst selbst für euch rausfinden, was ihr da reinhaben wollt.
Aber meiner Meinung nach ist der Mod, der Build, den ich euch am Anfang gezeigt habe, der beste. Nämlich dieser hier. Damit kommt man einfach am besten gegen die Crynier an, hat was in der Hinterhand gegen die Befallenen, macht einen guten Schaden, kann bis ins frühe Endgame damit spielen. Nicht ins späte Endgame, aber es ist ein solider Build und alles in allem macht es diese Waffe ganz akzeptabel. Und da wären wir auch schon. Also, ich habe jetzt eine schöne Idee, deshalb habe ich auch Loki genommen. Nämlich, ich möchte euch mal den Durchschlag drin, zeigen, den ich in der Boltor habe. Nehmen wir jetzt auch einfach nur Gegner Level 20. Und da habe ich mir jetzt überlegt, die hier sind ja immer so schön in einer Reihe aufgestellt, dass wir jetzt einfach einmal drauf schießen und wie ihr seht, da fallen ganz viele um. Also perfektes Beispiel hier für den Durchschlag. Weil hätten wir den nicht drin, ihr müsst überlegen, der Gegner wäre zwar tot, aber er würde trotzdem noch die Kugeln aufsaugen, die wir drauf schießen. Das heißt, die ganze Sache hier würde ein bisschen anders aussehen, wenn wir das nicht drin hätten. Okay. Ja. Fangen wir mal an. Kanonier. Nehmen wir, ja, Maximum. Und Gegner Level 50. Ich denke, das dürfte so normales Gameplay sein noch. Und da dürfte diese Waffe eigentlich schon noch was reißen. Ja, wie ihr seht, die Gegner sterben. Aber wir haben gerade ein ganzes Magazin verschossen. Dann kann man jetzt auch mal Kopfschüsse machen, da machen wir eh dreifachen Schaden. Sind wir auch etwas munitionseffizienter. Aber ihr seht bereits, unsere Munitionseffizienz lässt schon zu wünschen übrig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, Kanoniere sind auch die härtesten Gegner. Nehmen wir jetzt einfach mal normale Gegner noch. Ja, wenn ich die schlechter nehme, die haben zum Beispiel fast gar keine Rüstung, da müsste die Waffe noch abgehen wie sonst was. Ich denke nicht, dass ich da mehr als 3-4 Kugeln pro Gegner brauche. Ja, das hier ist halt eben so Kleinvieh. Funktioniert. Drehen wir ein bisschen mal auf. Gegnerlevel 95. Aber wir nehmen jetzt mal normale Crynier. Wieso klicke ich immer auf Korpus? Ein Elite-Sturm soll. Nehmen wir die Elite-Sturmsoldaten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, und wie wir sehen, das sind noch die normalen Gegner. Wir kriegen sie zwar tot, aber im besten Willen kann mir niemand mehr sagen, dass das hier effizient wäre. Und wir entfernen ja gerade schon, reduzieren die Rüstung mit unseren Procs. Ja, aber guckt euch das an. Das dauert ewig. Und einfach weil wir es können. Krumpierter Kanonier. Einer. Der müsste da unten stehen. Und da gehen wir ab. So, das erste Magazin. Also, man kann gut sagen, zwei Magazine und für einen Gegner. Alles in allem, ihr habt es gesehen, die Waffe ist schon stark. Sie ist eine sehr gute Midgame-Waffe, aber Endgame, der Munitionsverbrauch ist einfach zu hoch.